Liebe Origami-Freunde, willkommen zu Creative Origami. Neulich habe ich einen kleinen Trichter gebraucht, hatte aber keinen da. Und tada, mit Origami kann man sich ganz einfach selbst einen Trichter bauen. Man kann ihn eigentlich auch als Papierfilter benutzen. Wenn ihr Filterpapier verwendet und das Loch weglasst, dann ist das eben geschlossen. Es ist eine sehr einfache Faltung, die ihr in einer Minute machen könnt. Es versteht sich natürlich von selbst, dass dieser Papiertrichter nicht für Flüssigkeiten geeignet ist, sondern nur für Salz, Zucker oder ähnliches. Du kannst das Modell auch als Hut tragen. Dieses Modell basiert auf der Waterbomb Base. Wenn du weißt, wie man die faltet, kannst du direkt bis dahin vorspringen. Ansonsten bleib einfach dran. Nimm ein quadratisches Blatt Papier. Ich verwende jetzt hier ein sehr großes Blatt, damit euch meine Hände beim Sehen nicht so stören, aber eine Kantenlänge von 10 cm reicht völlig, wenn man einen kleinen Trichter braucht. Als erstes falten wir die beiden Seitenhalbierenden. Dann wenden wir das Blatt. Und jetzt falten wir beide Diagonalen und danach wieder öffnen. Jetzt nimm das Blatt und lass es einfach so zusammen kollabieren, wie es von selbst gehen möchte. Wenn das nicht funktioniert, hast du wahrscheinlich vergessen, das Blatt umzudrehen, bevor du die diagonalen Linien gefaltet hast. So, hier haben wir die Waterbomb Base. Wenn du jetzt den Trichter machst, musst du tatsächlich ein kleines Stückchen abschneiden. Schnitte? Ja, okay, in diesem Fall ausnahmsweise, ich weiß, das ist Origami, das schneidet man nicht, dürfen wir mal ein kleines Stückchen abschneiden. Es ist ja praktisches Origami, da ist das okay. Wenn du einen Hut machst oder einen Filter, dann bleibt die Spitze natürlich dran. Aber für den Trichter schneiden wir jetzt ein Stückchen ab. Und es geht weiter. Jetzt öffnest du die Waterbomb Base zu einem Dreieck. So, das drehen wir am besten jetzt um und falten diese Kante zu dieser Linie. Diesen Teil hier falten wir nach hinten. Dann drehen wir das Blatt um und falten diesen Flap einfach hier rum. Jetzt nimmst du es hier, öffnest hier und fertig ist dein Trichter, dein Filter oder dein Hut. Wenn du den Trichter verwendest, ist es am besten, wenn du diesen kleinen Abschnitt so hältst. Dann geht er auf gar keinen Fall auf. Er hält zwar auch so ganz gut, aber so ist es noch stabiler.